Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Industries DLC hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben ein kleines Problem. Ein flüssiges und nicht klein, sondern groß. Ja, ein Tsunami kam. Ich habe mal nochmal das Video, das letzte geguckt, also die Rohaufnahme, da stand tatsächlich nichts von wegen der Stärke. Da weiß ich jetzt nicht warum. Wir haben ja Warnsysteme installiert etc. und wir haben auch da diese Managements und so weiter. Also an was liegt das, dass hier gesagt wird, wie stark das Teil ist? Das müsste doch gemessen werden von diesen Bojen hier. Von denen hier. Da schwimmen sie fröhlich rum und liegen bald im Trockenen, weil das Wasser hier eben weggeht und hier dafür kommt. So, ja, gut, wir können jetzt nichts machen. Wir müssen warten, bis das ausgestanden ist, bis sich das wieder gelegt hat hier. Und dann müssen wir halt tatsächlich gucken, was gibt es zu reparieren etc. Ich glaube, die Katastrophenschutzeinheiten, die arbeiten schon bereit zum Wiederaufbau. Das ist vernünftig. Das machen sie, glaube ich, automatisch. Sollten sie zumindest, wenn es nicht Gebäude sind, die wir manuell gesetzt haben. Dann haben wir aber ein anderes Zeichen hier. Gut, ich werde jetzt mal unverdrossen da weitermachen, wo wir waren. Nämlich hier bei der Brücke, hier bei der Drehung, damit die Züge hier rein können, hier hinten raus und auf dem Weg hier wieder zurückfahren. Weil bringt nichts jetzt hier da groß noch was zu machen. Wir müssen tatsächlich warten. Jetzt, wo wollen denn Züge hin, wenn sie hier reingehen? Die wollen eigentlich wieder hier rein oder dort. Da würde ich jetzt aber nicht hier unten nochmal eine zusätzliche Kreuzung machen, sondern machen wir das so, dass wir hier runtergehen. Ja, ich kann mich erinnern, Flashback, als ich das letzte Mal gemacht habe, kam der Tsunami. So, eine Kurve und dann irgendwie da rein. Ja, wenn es irgendwie geht, ein bisschen schöner vielleicht. Machen wir es mal so und dann gebogen. So, ob das viel bringt, ich weiß nicht. Ich sehe auch gar keinen Zug. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass alle abgesoffen sind. Aha, ich höre Sirenen. Ja, ja, das wissen wir, Fräulein. Ein Elend. Hat einer ein Gummiboot zur Hand? Das ist doch irgendwie, tja. Okay, ich könnte jetzt natürlich schneller laufen lassen, aber das schenke ich mir alles. Hier hinten hatten wir Glück. Also da ist nicht viel passiert, so wie es aussieht. Das primäre Problem ist ja vorne im Touristenbereich. Wenn wir hier gucken. Da haben wir aber schon wieder Gebäude, die wir aufbauen können. Machen wir natürlich. Kostet alles Geld. Der Jetski-Verleih ist flöten gegangen. Ist ja nicht noch was? Kann ich nicht anklicken. Okay, dann lassen wir es. Da ist natürlich die Buslinie unterbrochen. Das ist auch ganz klar. Hier der Zoo, der war ein bisschen höher. Sind hier nicht noch Zoo-Gebäude? Offensichtlich nicht. Was war denn das hier mal riesiges? Ferkai, eingestürzt. Müsste man das nicht manuell aufbauen können? Ich glaube, da müssen sie eben zuerst gucken, ob da noch Überlebende sind. Und das wird noch dauern, weil da ist noch Wasser. Da können sie gar nicht gucken. Erst das wird das sozusagen freigeschaltet, dass sie es wieder manuell aufbauen können. Hier, ja, eigentlich auch Glück gehabt, weil es ein bisschen höher ist. Und ich glaube, jetzt geht das Wasser... Ja, ja, das Wasser ist eigentlich weg. Ja, es ist jetzt auch noch relativ schnell gegangen. Hier hinten liegt noch was. Das kann aber in dem Sinn nicht weg. Ich glaube, das geht nicht zurück, sondern das muss tatsächlich ja, verdunsten. Oder wir legen hier halt einen künstlichen See an. Was man natürlich auch machen könnte, wäre, dass wir hier ein Loch graben. Dann haben wir so ein Loch, wo das Wasser also wo das ganze Wasser reinfließt. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Hier unten so ein Loch, also schön ist das auch nicht. Wir haben da einen zweiten See. Und jetzt hier anfangen zu graben, dann geht alles erst recht kaputt. Weil, ja, das muss halt verdunsten. Oh, das fließt hier tatsächlich. Guck mal in die Tunnel rein. Eieiei. Ja, wenn man da drin ist, dann ist auch eher Feierabend. Warum hier nicht stand, wie stark das Teil ist? Katastrophenrisiko. Ja, okay, im Prinzip ist der Tsunami ja vorüber. Aber diese Meldung, die bleibt noch eine Weile. Und eben die Frau, die kommt auch immer wieder und schreit rum, Achtung, Achtung. Sollen wir die Leute mal wieder rauslassen, weil das kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Weil jetzt können sie auch gucken, dass sie keine nassen Füße bekommen. Das Wasser kommt nicht mehr massiv daher, sondern das ist einfach da. Da muss man dann ja nicht unbedingt reinlatschen. Wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn man nicht irgendwie... Pumpendienst. Ein Pumpendienst. Bringt das was, wenn ich hier einen Pumpendienst hinstelle? Jetzt muss ich aber den Pumpendienst erstmal wieder suchen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Da ist er doch. Ja, und das ist die Frau, die ich meinte. So, einmal Pumpendienst. Ich weiß nicht, ob das direkt hier was bringt, aber wenn es nichts bringt, Schaden tut es auch nicht. Was haben die für ein Problem? Abwasserrohr. Aha, okay, müssen wir ans Abwasser anschließen. Das machen wir doch gerne. Halt, aber das machen wir nicht so, sondern dann doch eher mit einem Rohr.
zack, zack. Und dann funktioniert's. Strom habt ihr. Und Wasser von unten habt ihr auch. Ist schon jemand im Einsatz? 0 von 13. Okay, jetzt 2 von 13. Jetzt kommen sie hier raus. Da können wir mal schnell... Moment. Wir gehen hier mal in diesen Modus und fahren da mal ein Momentchen mit und gucken, was sie genau machen. An der Ampel stehen. Nee, guck mal an. Die können sogar rüberfahren. Ach, die fahren hier gleich mal ganz rein. Okay, da sieht man nicht viel, aber wenn wir jetzt gucken... Ja gut, aber das sind dermaßen Wassermassen. Also das kann eigentlich nicht sein, dass man das mit herkömmlichem Pumpendienst irgendwie hinkriegt. Das geht nicht. Aber sie geben sich Mühe. Guck mal, wie sie kommen, die ganzen Fahrzeuge. Warum haben wir denn jetzt hier wieder noch eine Ampel? Die werden wir gleich mal noch schnell kappen, weil ich sie gleich gesehen habe. Oder gerade gesehen habe. Jetzt habe ich noch einen Hubschrauber. Ah, da sind sie unterwegs. Pause. Da wollen wir doch mal einsteigen. Also wenn wir schon die Katastrophe haben, dann wollen wir auch ein bisschen was davon haben, sozusagen. Mal gucken, was die hier genau machen. So. Sie fliegen. Ja, die sollten natürlich jetzt hier vorne gucken, ob es Überlebende gibt. Ich nehme mal an, das ist auch die Idee dahinter. Da ist der nächste. Dieses komische Ding, was wir hier oben haben, was hier so ein bisschen flackert. Ich glaube, das ist einfach der Rotor vom Hubschrauber. Ich bin ganz nach vorne gegangen. Ja, dann sieht man, dann geht der Rotor auch ein bisschen weg, aber wir fahren gleich aus dem Hubschrauber raus. Ne, jetzt ist gut. So, irgendwo hier müsst ihr landen, damit er mal gucken kann. Ja, das macht er jetzt auch. Da geht's runter und dann steigen sie aus mit ihren Hunden und gucken, was es zu retten gibt. Da ist er. So, gleich mal gucken. Ich steige mal kurz aus. Ja, jetzt sind wir ein bisschen zu weit weg. Das ist schon cool gemacht. Das sieht halt wirklich gleich im Prinzip ein bisschen aus wie... Kennt ihr Emergency noch? Wahrscheinlich ja, die meisten. Wo man so diese Katastrophen etc. handeln musste. Das hat gleich ein bisschen was von dem. Und ich finde es immer faszinierend, wenn Hubschrauber einfach auf Straßen landen. Wenn einfach die Situation es erfordert, dass der Verkehr warten muss. Das, ich weiß gar nicht warum. Das fand ich schon bei, ja muss ich ganz ehrlich sagen, bei Militärspielen. Bei Arma zum Beispiel cool, dass man mit dem Hubschrauber auf der Straße landen konnte. Das hat so was Wichtiges. So blöd klingt. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Wiederaufbau. Doch, geht. Wiederaufbau. Okay, wir stellen jetzt halt nach und nach die Sachen wieder hin. Hier oben haben wir noch Sachen, die wir wieder aufbauen können. So, das wird fürchterlich ins Geld gehen, ganz klar. Aber wie die Fähren dann tatsächlich unverdrossen einfach weiterfahren, weiterfähren, ist schon irgendwie faszinierend. Was ist das? Eine U-Bahn-Station? Jawohl, brauchen wir. Die haben aber tatsächlich keinen Strom. Ja, weil wir hier diesen Damm hingestellt haben. Ich werde jetzt aber nicht den Damm kappen. Weil, ja, nur weil jetzt dieser Tsunami vorüber ist. Das heißt nicht, dass wir es hinter uns haben. Das kann sein, dass da natürlich irgendwann nochmal einer kommt. Haben wir gerade noch was, was wir aufstellen könnten, sollten, müssten? Hier zum Beispiel. Hier unten. Und eben der Rest, diese Sachen, die sonst entstanden sind, die müssen eigentlich wieder kommen, weil die Einzeichnung... Was da gebaut werden soll, die haben wir ja noch. Das ist ja nicht das Thema. So, gut. Das müssen wir jetzt halt nach und nach machen. Da werden noch ein paar Sachen daherkommen. 4 Millionen, also 2 Millionen. Hat uns das Ganze schon mal gekostet. Nein, das wollte ich nicht, sorry. Ich wollte eigentlich irgendwie eine Information haben, wie viele Tote das es gab. Das sieht man hier aber auch nicht. Warum haben wir denn diese Meldungen nicht? Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt uns und deswegen haben wir auch nicht gesehen, wie stark der Tsunami war. Und wir sehen jetzt auch keine Meldung darüber, wie viele Leute verloren haben. Man sieht es natürlich hier unten, das sind... Meine Güte, kann das sein, dass das irgendwie... Wir hatten nochmal 70.000. Da sind vielleicht viele auch geflüchtet, ich weiß es nicht. Und das Geld, das sollte sich eigentlich wieder einpendeln hier, weil wir ja die Leute wieder aus den Bunkern rausgelassen haben. Also die Wirtschaft sollte eigentlich wieder anfangen zu funktionieren. Das kann ich hier noch nicht bauen. Oh, das schöne Hotel. Ach, du Grüne. Und was das eben alles kostet. Eben, also die Kosten sind natürlich jetzt hier noch nicht. Wie soll ich sagen? Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sondern da kommt noch einiges neu dazu dann. Gut, Verkehrsprobleme werde ich jetzt mal nicht beachten, weil die entstehen natürlich ganz einfach auch dadurch, dass da unten Straßen etc. fehlen. So, aber dass die kein Wasser hatten, das war wahrscheinlich schon länger ein Problem. Ach, das ist eh das neu gebaute Hubschrauber. Das Camp Nou hat es überlebt. Das ist doch beruhigend. Ich wollte hier eigentlich noch gucken wegen U-Bahn-Anschluss etc. Aber das machen wir auch. Sobald wir hier ein bisschen aufgeräumt haben.
Nein. Ja, aber nein im Sinne von, der ist schon lange wieder weg, gute Frau. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis diese Meldung hier weg ist. Weil die wird die ganze Zeit rufen, machen und tun. Aber eigentlich hat sich's erledigt. Wenn wir jetzt hier schauen, ja, eigentlich ist das Wasser, glaube ich, überall weg. Ja, das ist überstanden. Jetzt ist die Frage, was macht man zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier gebaut haben? Da geht das Wasser zurück. Ich hoffe, das kommt dann nicht nochmal neu. Nicht, dass das jetzt schon wieder ein Tsunami ist. Nö, hier ist flach. Gut. Kann ich hier... Nein, ich wollte gerade gucken, ob ich hier vielleicht noch eine Kachel kaufen kann, damit wir weiter raus können mit den Bojen. Offshore-Bohrinsel. Alles weg. Kostet alles Geld. Beziehungsweise wir werden damit kein Geld verdienen. Ja, gut. Jetzt haben wir hier dafür eine andere Färbung vom Boden. Das hat ja auch seine Qualitäten. Soll ich vielleicht doch mal schnell gucken? Ich guck mal schnell wegen der U-Bahn. Bist du die U-Bahn? Nein, du bist die Straßenbahn. Hier haben wir die U-Bahn. Ist ja irgendwas zu Bruch gegangen. Und hier guckt. Irgendwie zumindest die Linie ist unterbrochen. Warum kann die Linie weg sein, wenn... Also die Röhre ist noch. Hier ist aber halt die U-Bahn-Station, glaube ich, im Eimer. Ja. Okay, Palmenresidenz. Nein, wo ist denn die U-Bahn-Station? Lass mich mal gucken. Talresidenz, Palmen, Apfeldingens. Okay, das ist irgendwie ein Gebäude. War hier nicht eine U-Bahn-Station? Doch, da ist sie doch. Aber die funktioniert doch. Warum ist denn jetzt die Linie weg? Das verstehe ich nicht ganz, weil die Station kaputt war wahrscheinlich. Müssen wir eine neue Linie machen. Beziehungsweise, zack, einmal diesen. Neue Linie, neue Linie. Ich möchte die hier weg haben, die welche nicht tun, welche nicht funktionieren. Kriege ich so nicht weg. Jetzt geht's. So, beide weg. Und die machen wir jetzt neu. Jetzt ist hier natürlich wieder noch. Kann ich dich einfach mitnehmen, mitziehen? Irgendwie ging das doch mit ziehen. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Das hat bei mir irgendwie noch nie so wirklich funktioniert. So, ich ziehe doch. Ich schnappe mir das Teil. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Zack, linke Maustaste, ziehen. Da passiert nichts. Warum denn nicht? Come on. Möchte ich ziehen. Oh, jetzt mache ich hier, glaube ich, nochmal ein paar neue Linien. Wir nehmen das auch nochmal weg. So, und machen diese Linien neu. Von hier oben kommend. So, Haltestelle zum Verlegen ziehen. Ich versuche es hier nochmal. Vielleicht geht es ja nur an der einen Position, aber denkst du. Wir machen eine neue Linie. Also, Moment. Neue Linie hinzufügen. Dann müsste es doch eigentlich klappen, dass wir hier lang düsen. Weil also die Röhre ist ja nicht kaputt. Ja, ja, das geht. Okay, hier runter. Zack, hier außen rum. Dahin. Hat, glaube ich, geklappt, hoffe ich. Hier wieder zurück. Nee, das hat noch überhaupt nicht geklappt. Ist ja denn doch irgendwie die U-Bahn, also die Röhre kaputt? Ich sehe es halt nicht. Also irgendwie das darauf ist kaputt. Ich glaube, hier ist irgendwie die Röhre im Eimer. Kann ich die Röhre irgendwie reparieren? Wir haben ja keinen Button für Änderungen. Anhebungsschritt, nein, brauche ich nicht. Gerader Tunnel, okay. Da, Tunnel. Ja, ich kann das irgendwie in dem Sinne nicht reparieren. Muss ich den neu bauen? Weil ich kann die Linie da ja nicht langziehen. Dann muss doch irgendwie hier eigentlich die U-Bahn kaputt sein. Während die hier oben natürlich fröhlich weiterarbeiten. Hier wird gerettet, gemacht und getan. Das ist äußerst vorbildlich. So, wenn ich dich hier mitnehme, jetzt geht das wieder nicht. Ich komme hier tatsächlich nicht weiter. Ich versuche mal neue Linie. Geht neue Linie? Nein, Haltestelle hinzufügen. Warum kann ich denn hier nicht mal eine neue Linie machen? Die U-Bahn-Station ist doch heile. Ich komme hier wieder. Also irgendwie, das geht gar nicht mehr. Moment. Doch, funktioniert doch. Keine Passagiere, das wundert mich nicht. Keine Linie, gleich keine Passagiere. Das Problem kennen wir. Ich komme hier nicht weiter. Ich muss hier oben nochmal gucken. Kann ich hier neue Linie machen? Okay, hier runter. Haltestelle hinzufügen. Das Teil ist kaputt. Wisst ihr was? Wir machen das Ganze einfach. Wir kappen das Teil. So, aber irgendwie, das kappt hier nicht das Teil. Jetzt. Zack, zack. Da wird das ganze Gebäude gekappt. Ich möchte hier die Röhre kappen, Leute. Was ist das denn? Ich muss doch hier die Röhre weg. Seht ihr das? Da wird das ganze Gebäude geschreddert. Nee, das möchte ich nicht. Muss ich hier... Page down, habe ich gerade versucht.
Geht nicht. Gut, dann lassen wir das mal für den Moment. Aber ich glaube, das ist halt hier auch irgendwie kaputt. Wir machen das mal ganz weg und bauen uns neu. Nö, nö. Ja, ja. So, das ist tatsächlich irgendwie ein Bug. Kann ich hier irgendwas aufbauen? Nein, es blinkt zwar fröhlich, aber ich bin, glaube ich, ja auch eine Stufe zu weit unten. So, Tunnel. Das müsste eigentlich möglich sein, dass wir dich hier neu bauen. Können wir gerne mit Kurve natürlich wieder machen. Hier außen rum. Nach Kurve. Und dann gehen wir da rein. Dann ist es ein bisschen anders gebaut. Jetzt müsste das doch aber eigentlich klappen. Ich schnappe mir wieder die U-Bahn. Sonst müssen wir halt vielleicht einfach ein Momentchen warten. Haltestelle ziehen. Kommt da immer noch nicht rein. Wir versuchen es nochmal mit der neuen Linie. Hier rauf. Haltestelle hinzufügen. Da funktioniert irgendwie überhaupt nichts. Dann zurück. Nee, das klappt nicht. Okay. Wieder weggemacht. Das hier umlassen wir. Wir müssen, glaube ich, warten, bis die hier aufgeräumt haben. Vielleicht haben wir da tatsächlich unterirdisch noch Probleme. Das ist auch nicht das größte Problem jetzt hier, denke ich. Dass da die U-Bahn fehlt. Okay, dann lassen wir das fürs Momentchen. Oh, das Stadion ist weg. Zack. Da muss ich vor lauter Begeisterung gleich mal kurz niesen, sorry. Okay, Fußballstadion steht wieder. Ach, da haben wir doch tatsächlich noch mal ein paar Sachen. Also, alles wieder aufbauen. Oh Gott, das geht ins Geld, das geht ins Geld. Müssen wir die Steuern erhöhen? Ja, dann kommt gar keiner mehr in die Stadt. Das kann es ja auch nicht sein. Ist natürlich schon so, dass so eine Katastrophe kann tatsächlich so eine Map kippen. Die ist dann weg. Hatten wir auch schon. Da gab es mal, war das nicht sogar ein Erdbeben der Stufe 9, schlag mich tot. Und wir hatten dann dermaßen kein Geld mehr und nichts. Das konnten wir uns tatsächlich schenken, dass wir da weitergespielt haben. Das ist halt das Risiko, wenn man natürlich mit den Katastrophen sozusagen spielt. So, jetzt haben wir aber doch einiges eigentlich schon wieder hingestellt. Jetzt ist das Hotel ist neuerdings ein Submarine-Hotel, ein U-Boot. Guck mal, weil wir hier zu viel Wasser haben. Geht das nicht wieder zurück? Wird da sozusagen die Küstenlinie neu gezogen? Weil das ist natürlich in der Realität auch so. Das ist ganz klar. Also wenn da ein Tsunami kommt, hat man wahrscheinlich die Küste dann ein bisschen woanders. Die verlagert sich dann. Ja, weil hier fehlt Wasser, wenn man mal genau guckt. Moment, das kann ich hier aber auch wieder aufbauen. Hier oben auch, Wiederaufbau. Zack. Zack. Aber nicht ein neuer, bitte nicht ein neuer. Nee, das ist immer noch die alte Warnung. Wie gesagt, mir ist nicht ganz klar, wann das wieder weggeht. Das ist mir schon mal aufgefallen. Vor allem bei Tsunamis, die Frau beruhigt sich gar nicht mehr. Also der Tsunami ist irgendwie seit 40 Jahren Geschichte. Aber die ruft immer noch rum von wegen Tsunami, Tsunami. Take care and watch your dingens und mach und tu. Nee, hat sich erledigt. Oh je. Oh je, die schönen Hochhäuser. Die sind eigentlich Matsch. Ich reiß aber mal noch nichts ab, weil das sollten die eigentlich selber machen, dass die dann irgendwie flöten gehen. Und so temporär dazwischen haben wir immer wieder irgendwelche Sachen, die wir aufstellen können. Die U-Bahn, wie gesagt, das schauen wir uns an, sobald hier mal wieder halbwegs zumindest das meiste steht. So ein Anglersteg oder was das ist hier. Nee, ein Restaurantpferd. Das ist natürlich das Wichtigste, was man braucht nach dem Tsunami. Man braucht ja auch ein bisschen Unterhaltung. Wie sieht es eigentlich aus mit Eisenbahnlinien? Wobei, brauchen unsere Eisenbahnen tatsächlich Gleise? Sie fahren ja eh nicht. Nein, aber müssen wir natürlich trotzdem. Da ist nochmal eine kaputte U-Bahn-Station gewesen. Okay. Ja, wir müssen natürlich trotzdem gucken. Aber ich glaube, die Gleise sind okay. Wie sieht es mit den Straßen aus? Die haben überraschenderweise, guck mal, wenn man hier schaut, nicht massiv Schaden genommen. Das sind wieder Gebäude, die hier halb in der Straße drin liegen. Aber sonst, ich glaube tatsächlich, die Straßen sind intakt geblieben. Oder ist die hier kaputt? Gilt das als kaputte Straße? Ich habe noch eine Mod installiert. Wo ist die denn jetzt? Jetzt, wenn ich wüsste, wo die ist. Bist du das hier? Nein. Abknicken? Nein. Anhebungsschritt? Nein. Und zwar, wo man im Prinzip eine Straße anklicken kann und dann hat man die gleich wieder am Haken. Das heißt, man kann sie gleich wieder bauen. Das finde ich eine relativ gute Sache. Die habe ich mir bei Transportfieber schon mal gewünscht. Wenn man so viele gemoddete Straßen hat, macht es natürlich schon Sinn. Also wie mit einer Pipette raufklicken und dann hat man die Straße einmal wieder am Haken. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das hier ist. Straßenzölle, nein. Aber ist auch egal, weil hier kann man das eigentlich mit reparieren machen. Ich glaube, das war so. Machen wir mal.
Zack, passt. Da oben ist es okay. Da waren tatsächlich doch ein paar Straßen im Eimer. Glaube ich zumindest. Ich meine, wenn ich hier klicken kann mit ändern, weil es müsste eigentlich plus minus die gleiche Straße sein. Aber da ist nichts zu sehen, von wegen, dass da irgendwas repariert wird. Gute Frau, du machst mir jedes Mal wieder Angst, weil ich jedes Mal wieder denke, gleich kracht's wieder. Da können wir auch noch was wieder aufbauen. Gerne doch. Das Wellenkraftwerk. Hier ist noch was. Da ist noch was. Das kommt jetzt halt nach und nach wieder. Ach, das war sogar die Bohrinsel. 3,8 Millionen. Wir verlieren immer noch Geld, aber es wird gearbeitet. Und jetzt kann natürlich ja vor allem auch wieder gearbeitet werden, wenn die ganzen Sachen wieder stehen. Wenn die alle im Eimer sind, dann funktioniert natürlich nicht viel. Okay, müssen wir alles auch wieder aufbauen. Eieiei. Und das alles ohne Versicherung. Das wäre vielleicht noch eine Idee für City Skylines, dass man sich gegen sowas versichern kann. Und dann halt eine Prämie zahlen muss und dann selber abschätzen muss, macht das Sinn oder nicht. Das muss dann halt jeder selber wissen. Ist hier sonst noch was kaputt? Nee, eigentlich nicht. Die Lager haben es überlebt, das ist beruhigend. Hier oben ist nichts. Hier eigentlich auch nicht, das ist auch alles heile. Das Atomkraftwerk hat es doch eigentlich auch noch erwischt, aber das ist eigentlich auch noch heile. Da haben wir ja Glück gehabt, das wäre natürlich auch noch mal teuer geworden. Hier ist schon wieder ordentlich Stau, das ist ein gutes Zeichen, weil dann wird wieder gearbeitet. Dann wird wieder Geld verdient. Das ist doch tatsächlich immer noch hier oben. Leute, der Tsunami ist weg. Aber ihr müsst beruhigen. Ich meine, solange das hier oben ist und wir keinen Tsunami mehr haben, sollte eigentlich keine weitere Katastrophe daherkommen. Weil das hat man auch oft, dass die dann natürlich Schlag für Schlag kommen. Also eine nach dem anderen. Und das ist dann natürlich verheerend, wenn man kaum mit dem Tsunami fertig geworden ist und wieder Aufbau betrieben hat. Und dann kommt ein riesen Erdbeben oder irgendwie sowas. Ja, dann hat man es dann langsam. So, noch eine U-Bahn-Station. Kein Wunder, dass die natürlich nicht mehr funktioniert hat mit den Linien. Ach, die hier oben war kaputt. Deswegen konnte ich die von hier unten nicht verbinden. Okay, alles klar. Deswegen eben, das macht wahrscheinlich schon mehr Sinn. Wir warten noch ein Momentchen, bis das hier halbwegs wieder repariert ist. Die Nachfrage muss natürlich erst wieder kommen. Man sieht hier unten, wir haben null Nachfrage. Also die Nachfrage muss wieder kommen im Sinne von, dass diese Gebäude hier wieder aufgestellt werden. Stadion hat auch überlebt. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir Glück im Unglück gehabt. Also so dramatisch war es jetzt doch nicht. Es hat uns einfach ganz, ganz viel Geld gekostet. Das ist ganz klar. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen davon verabschieden. Nein. Wir müssen uns davon ein bisschen verabschieden, dass wir jetzt hier wieder die teuren Mods auspacken in den nächsten Folgen. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurückkrebsen. Das ist ganz klar. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen erst wieder ordentlich Geld verdienen. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, wir hatten Glück im Unglück. So schlimm war es dann doch nicht. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, sieht eigentlich soweit vernünftig aus. Ich versuche jetzt mein Glück nochmal schnell mit Kollege U-Bahn. Ob ich da nicht doch was hinkriege. Hier sind eigentlich alle Linien weg. Guck mal. Warum das denn? Weil hier natürlich die Stationen gefehlt haben. Deswegen muss ich hier nochmal aufbauen. Oh, hier fehlt nochmal eine U-Bahn-Station. Okay, man müsste natürlich alle U-Bahn-Stationen haben. Also wieder aufgebaut haben, damit das funktioniert. Dann ist auch die Linie wieder da. Guck mal, da muss man gar nichts machen. Das wird aber heißen, dass dort, wo wir keine Linie haben, also dort, wo sie nicht manuell gelöscht haben, hatten wir ja auch, dass wir da im Prinzip wieder eine U-Bahn-Station nochmal aufbauen müssen. Das ist aber nichts. Und hier haben wir doch eigentlich aufgebaut, oder? Ich gehe mal schnell runter. Nee, tatsächlich, da hat auch noch eine gefehlt. So, jetzt mal gucken, wie sieht es jetzt aus. Ja, aber jetzt müssen wir doch von hier unten eigentlich mit dem Teil. Okay, ziehen geht immer noch nicht. Echt jetzt? Haltestelle zum Verlegen ziehen. Ich ziehe. Geht nicht. Wie sieht es aus, wenn ich eine neue Linie mache? Hier rauf will, da rein. Das funktioniert wieder. Okay, und wieder zurück. Die können da ja wieder umsteigen. Das macht ja nichts. Das ist jetzt eine Notfallübung. Wir brauchen von da nach da natürlich auch nochmal eine Linie. Die kommt mal weg. Die kommt auch weg. Okay. Dann passt das hier soweit. Sie kommen von da, sie kommen von da. Und jetzt müssen wir aber hier auch nochmal zurück. Ich nehme das mal nochmal weg. Und mache hier auch eine neue Linie. Die ginge nach hier. Und hier rauf. Das war hier oben. Müsste geklappt haben.
Ja, da ist es eingezeichnet. Wir gehen aber gerne wieder zurück und schließen das Ganze hier ab. Und wunderbar. Das hier noch schnell kappen. Das war auch noch von vorher. Und jetzt ist es hier wieder grün. Das heißt, das passt wieder. Wie sieht es sonst aus hier unten? U-Bahn-Linie. Jawohl, funktioniert. Hier funktioniert sie nicht. Weil hier nochmal so ein Teil fehlt. Das ist eine gute Methode, um die kaputten U-Bahn-Stationen zu finden, wenn man das so macht. Stelle ich gerade fest. Jetzt haben wir wieder eine Linie. Hier auch. Hier oben war eigentlich der Tsunami nicht aktiv. Das heißt, das können wir lassen. Bestens. Jetzt muss ich mal noch schnell gucken. Wir haben hier doch eh so einen Reiter von wegen kaputte Straßen oder so. Zerstörung. Könnte man auch mal nutzen. Sieht man aber auch nicht viel. Legende Zerstörung, niedrig hoch. Ja, niedrig hier unten. Okay, das sind die einzelnen Gebäude, die sie da hinstellen müssen. Straßeninstandsetzung. Das habe ich eigentlich gesucht. Müssen wir, glaube ich, nichts machen. Tatsächlich interessant, dass die Straßen, die haben eigentlich gar keinen Schaden genommen beim Tsunami. Das sieht dann bei Erdbeben auch entsprechend anders aus. Das ist auch ganz klar. Da passiert dann ein bisschen mehr. Ja, okay, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir einigen uns darauf. Wir sind tatsächlich mit einem blauen Auge davongekommen. Nochmal möchten wir das nicht haben. Aber jetzt ist halt auch die Frage, was tun wir gegen Tsunami? Da haben sich schon Leute Stunden oder Tage lang damit beschäftigt, hier mit Dämmen und so weiter. Einen davon kenne ich, der sitzt hier vor dem PC. Da haben wir schon eine Riesenkonstruktion gebaut. Alles aufgeschüttet, also nicht in der Staffel, in der früheren. Hier alles aufgeschüttet. Und gebracht hat es dann im Endeffekt trotzdem relativ wenig. Ist halt, wenn man so einen direkten Meerzugang hat, einfach relativ schwierig. Man müsste im Prinzip hier vorne die Kachel haben und hier anfangen mit Aufschütten und Wellenbrecher, so gestaffelt irgendwie. Dann könnte man vielleicht was machen. Ansonsten, ja, können wir nur hoffen, dass so schnell nicht wieder so ein Tsunami kommt. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.